Okay, ich halte es nicht aus. Ich muss kurz mit euch sprechen. Ich bin hier schon so schlafanzugmäßig, aber ich muss mit euch reden. Ey, was geht ab? Was geht ab im Moment auf der Welt? Was sind das für Hurensöhne? Entschuldigung. Entschuldigung, weil ich sonst im echten Leben nicht unbedingt so rede, sondern nur in der Comedy. Aber trotzdem, was sind das für Hurensöhne, die an einem Tag, wo 49 Menschen betend ermordet wurden, betend. Also die waren in ihrer Moschee, haben friedlich gebetet, darunter waren Kinder und wurden abgeschlachtet von einem Nazi, der auf sein Gewehr überall Namen von anderen Massenabschlachtern draufgeschrieben hatte. An so einem Tag gibt es immer noch Parteien wie die AfD und die AfD Gelsenkirchen zum Beispiel hat gepostet, ja, traurige Sache, aber lasst uns nicht vergessen, dass die meisten sexuellen Vergewaltigungen, Übergriffe etc. etc. von Muslimen und sowas stattfinden. Einfach mal polemisch irgendwas reingeworfen, zu dem es gar keine Statistik gibt, zu der es überhaupt gar keine faktischen, wissenschaftlichen Statistiken, Entschuldigung, gibt, sondern einfach nur Scheiße in den Raum reden, damit irgendwelche zahnlosen AfD-Wähler, Alter, sagen, ja, sehe ich auch so, ist auch so, habe ich auch gelernt, nachdem ich Dschungelcamp geguckt habe. Ey, stellt euch diese Sache umgekehrt vor. Stellt euch vor, an einem solchen Tag wären Menschen, Gott bewahre, dass sowas jemals passiert, in einer Kirche betend abgeschlachtet worden. Also die hätten in einer Kirche gebetet, Gott bewahre, dass jemals sowas passiert. Und dann wären da Muslime reingerannt und hätten Leute und Kinder abgeschlachtet. Und dann würden Parteien noch sagen, ja, selbst schuld, ja, aber lasst uns nicht vergessen, dass die eigentlich die Bösen sind. Aber lasst, ey, was sind das für Menschen? Dieser, und gerade auch auf so Seiten wie von Die Welt und diese ganzen rechtspopulistischen Zeitschriften, wo sich alle sammeln, da gerade, ihr müsst euch mal die Kommentare durchlesen. Ja, haben die verdient? Ja, sollte in Deutschland auch passieren? Ja, bla. Was geht gerade ab mit der Welt, Alter? Was geht ab? Und dann, wisst ihr noch, als dieser eine Typ von der AfD hier in Deutschland, Andreas Winnert oder Andreas irgendwas, ey, der hat offiziell gesagt, dass alle Albaner Diebe sind, das hat er offiziell gesagt, ein Typ von der AfD, und hat gesagt, dass er das N-Wort benutzt, hat gesagt, alle Afrikaner, aber hat das N-Wort benutzt. Er möchte einen Gesundheitstest von denen haben, bevor die ihn umarmen oder irgendwie küssen oder irgend so ein komisches Wort hat er benutzt. Und der ist nicht mal von der AfD gekickt worden. Die AfD, die sagt, wir sind eine demokratische Partei und wir sind keine Nazis, wir sind keine Nazis, haben diesen Typen nicht rausgeschmissen. Was geht ab, Alter? Ist doch in diesem Moment scheißegal, ob ihr da draußen Muslime seid, Christen seid, Juden seid, nicht religiös seid, Buddhisten seid. Es geht doch nicht klar, dass egal auf welcher Seite, egal ob Muslime Christen abschlachten, ob Christen Muslime abschlachten, ob Juden abgeschlachtet werden, ob Buddhisten egal was ist, dann hat man in dem Moment sich nur wir als Menschheit zu solidarisieren gegen diesen Terror und gegen diese Gewalt. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber so und ja, aber so und ja, aber so. Und wenn man allgemein über eine gesamte Religion sowas sagt, dann ist man nicht nur ein Idiot, man ist ein Bastard, der weggesperrt gehört. Dieser Andreas Winnert, der gesagt hat, alle Albaner sind Diebe und alle Afrikaner, aber wie gesagt, er hat das N-Wort benutzt, müssen Gesundheitsdings vorlegen, der gehört weggesperrt. Und die AfD hat den nicht gekickt. Und dieser so ein Senator, der heute, dieser Fraser Anning oder wie der sich nennt, der am Todestag nicht seine dumme Fresse halten kann, an diesem Mordtag nicht sagen kann, ey, mein Beileid, sondern an diesem Tag gesagt hat, ja, aber lasst uns nicht vergessen, die Muslime sind eigentlich schuld, die Muslime. Dieser kleine Junge, dieser Will so und so, den ich gepostet habe, der ihm ein Ei an den Kopf geworfen hat, hält, hält. Ich bin gegen jede Form von Gewalt. Aber dieses Ei an den Kopf von so einem faschistischen Bastard zu werfen, hält, hält.